Wie wenig wir doch von der Welt verstehen. Ist das hier echt? Oder bin ich verrückt, genauso wie mein Vater? Existieren sie überhaupt? Oder sind sie sowas wie eine Wahnvorstellung von den Bekloppten? Du bist genauso wenig verrückt, wie sein Vater war. Manchmal fällt es uns schwer, Dinge zu begreifen, die gegen alles sprechen, wozu unser Verstand konditioniert wurde. Wie müssen die Menschen sich gefühlt haben, als man ihnen zum ersten Mal sagte, die Erde sei eine Kugel? Doch, das ist total verrückt. Und wenn es das nicht ist? Wie soll das gehen? Irgendwo in der Höhle ist ein Riss in der Zeit oder was? Und Mikkel hängt hier rum und wird irgendwann zu meinem Vater? Auch wenn du es jetzt nicht glauben willst, das da ist dein Vater. Das bedeutet, dass Ulrich mein Großvater ist und... Martha, deine Tante. Das ist doch Schwachsinn. Ich bring Mikkel jetzt wieder zurück und bring alles wieder in Ordnung. Hast du mich noch nicht verstanden? Wenn du Mikkel jetzt zurückbringst, dann greifst du in den Lauf der Dinge ein. Dein Vater lernt deine Mutter nicht kennen. Sie verlieben sich nicht. Sie heiraten nicht. Und du? Du wirst nicht geboren. Bringst du ihn jetzt zurück, dann löschst du deine eigene Existenz aus. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst. Aber jede Entscheidung für etwas ist doch immer eine Entscheidung gegen etwas. Ein Leben für ein Leben. Wofür wirst du dich entscheiden?